Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite, heute mit Seite 294. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir wieder aus deinem Wort lernen dürfen. Wir danken dir, dass wir uns ganz auf die Bibel, auf dein Wort verlassen können, dass wir nicht von Emotionen und Eindrücken uns abhängig machen müssen, sondern dass wir deinem Wort vertrauen können, so wie es dort steht. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist, durch dieses Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Richter Kapitel 18. Eine Gruppe von Männern aus dem Stamm Dan hat sich aufgemacht, ein neues Siedlungsgebiet zu erobern. Und auf dem Weg sind sie auf das Bergland Ephraim gekommen, um dort die Götzenbilder des Micha zu rauben, samt dessen Priester, einen Leviten aus Bethlehem, Juda, den Micha extra dafür geweiht hatte. Wir lesen ab Vers 23. Und sie riefen den Söhnen Dans nach, diese aber wandten ihr Angesicht und sprachen zu Micha: Was hast du, dass du die Leute zusammengerufen hast? Er antwortete: Ihr habt meine Götter, die ich gemacht habe, und den Priester weggenommen und macht euch davon. Was habe ich nun noch? Wie könnt ihr da noch zu mir sagen, was hast du? Das war eine bemerkenswerte Frage. Was habe ich noch? Dieser Mann, Micha, hatte sich an Götzen gehangen und diese Götzen waren jetzt weggenommen worden. Was hatte er noch? Er hatte den Eindruck, dass er alles verloren hat. Wenn wir unser Leben an vergängliche Dinge hängen und an Götzen, wenn uns diese dann genommen werden, dann leben wir in Verzweiflung. Zum Glück muss uns das nicht passieren. Wir können Jesus haben, denn wenn wir Jesus im Herzen haben, den kann uns niemand mit Gewalt wegnehmen. Wenn wir ihn festhalten wollen, bleibt er immer bei uns. Und dann müssen wir nie diese Verzweiflung erleben, die der Micha hier erlebt hat. Aber die Söhne Dan sprachen zu ihm: Belästige uns nicht weiter mit deinem Geschrei, sonst bekommst du es mit erbitterten Leuten zu tun, die dich samt deinem Haus beseitigen würden. Hier galt das Recht des Stärkeren. Wenn im Volk Gottes die Sünde regiert, wenn Menschen nach dem handeln, was sie nach eigenem Gutdünken für richtig und falsch halten, dann ist es eine äußerst schlimme Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der eigentlich niemand leben möchte. Und das können wir hier auch lernen, dass als der Götzendienst Einzug hält im Volk Israel, plötzlich das Recht des Stärkeren sich ganz hässlich mit dieser Fratze zeigt. So gingen die Söhne Dans ihren Weg, und weil Micha sah, dass sie stärker waren als er, wandte er sich um und kehrte wieder zu seinem Haus zurück. Jene aber nahmen mit, was Micha gemacht hatte, samt dem, der sein Priester gewesen war, und überfielen Lais, ein stilles und sorgloses Volk, und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und verbrannten die Stadt mit Feuer. Und es war niemand, der sie errettete, denn sie lag fern von Zidon und sie hatten mit keinem Menschen Verkehr. Die Stadt lag nämlich im Tal von Bet-Rechob. Jene aber bauten die Stadt wieder auf und wohnten darin. Und sie nannten sie Dan nach dem Namen ihres Vaters Dan, der dem Israel geboren war. Zuvor aber hieß die Stadt Lais. Und die Söhne Dans richteten für sich das Bildnis auf. Und Jonathan, der Sohn Gersons, des Sohnes Moses, und seine Söhne waren Priester des Stammes Dan, bis zu der Zeit, als das Land in die Gefangenschaft geführt wurde. Hier wurde eine Weichenstellung zum Bösen gestellt. Dieser Götzendienst hörte noch Generationen später nicht auf. Diese Entscheidung hier, diesen Götzen mitzunehmen, führte dazu, dass über Jahrhunderte hinweg der Stamm Dan in diesen Götzendienst verstrickt war. Wir ahnen gar nicht, wie weitreichend schlechte, böse Entscheidungen in unserem Leben noch sein werden. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Zu jener Zeit, als es keinen König in Israel gab, geschah es auch, dass ein levitischer Mann, der sich am äußersten Rand des Berglandes Ephraim aufhielt, eine Nebenfrau aus Bethlehem, Juda, nahm. Es ist eine weitere Geschichte, die hier am Ende des Buches Richter exemplarisch für die Dunkelheit jener chaotischen Epoche steht. Wieder ist eine Person der Geschichte mit Bethlehem, Juda, identifiziert und verbunden. Diese Nebenfrau aber beging Hurerei gegen ihn und lief von ihm fort in das Haus ihres Vaters nach Bethlehem, Juda, und blieb dort volle 4 Monate lang. Da machte sich ihr Mann auf und ging ihr nach, um zu ihrem Herzen zu reden, um sie wieder zurückzubringen, und er hatte seinen Knecht und ein paar Esel bei sich.
Und sie führten ihn in das Haus ihres Vaters. Als ihn aber der Vater der jungen Frau sah, empfing er ihn mit Freuden. Und sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, hielt ihn zurück und er blieb 3 Tage lang bei ihm. Und sie aßen und tranken und übernachteten dort. Am 4. Tag aber standen sie früh auf und er erhob sich, um zu gehen. Da sprach der Vater der jungen Frau zu seinem Schwiegersohn, stärke dein Herz mit einem Bissen Brot, danach könnt ihr ziehen. Und sie setzten sich und aßen beide miteinander und tranken. Da sprach der Vater der jungen Frau zu dem Mann, lass es dir doch gefallen und bleib über Nacht und lass dein Herz guter Dinge sein. Doch der Mann stand auf und wollte gehen. Aber sein Schwiegervater nötigte ihn, sodass er noch einmal dort über Nacht blieb. Am Morgen des 5. Tages machte er sich auf und wollte weiterziehen. Da sprach der Vater der jungen Frau, stärke doch dein Herz. Und sie verweilten, bis sich der Tag neigte, während sie beide miteinander aßen. Danach machte sich der Mann auf und wollte mit seiner Nebenfrau und mit seinem Knecht weiterziehen. Aber sein Schwiegervater sprach zu ihm, siehe doch, der Tag nimmt ab und es will Abend werden. Bleib doch hier über Nacht, siehe, der Tag neigt sich. Bleibt hier über Nacht und lass dein Herz gute Dinge sein. Dann macht euch morgen früh auf den Weg, dass du nach Hause kommst. Es wäre interessant zu wissen, wie diese Geschichte und damit auch die Geschichte Israels weitergegangen wäre, wenn dieser Mann diesen Rat befolgt hätte. Aber der Mann wollte nicht über Nacht bleiben, sondern machte sich auf und zog hin und kam bis vor Jebus, das ist Jerusalem. Und seine beiden gesattelten Esel und seine Nebenfrau waren bei ihm. Als sie nun in die Nähe von Jebus kamen, war der Tag fast verstrichen. Und der Bursche sprach zu seinem Herrn, komm doch und lass uns in diese Stadt der Jebusiter einkehren und darin übernachten. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, du bist der Einzige, der genau sieht, welche dramatischen Folgen jede einzelne Fehlentscheidung in unserem Leben hat. Jede Sünde, wo wir gegen dich entscheiden. Herr, wir sehen das oft nicht, aber Herr, schenk uns doch den Glauben, dass wenn wir in Versuchung sind, wir verstehen, was eine falsche Entscheidung jetzt für uns und andere bedeuten wird. Herr, schenk uns Kraft, das Böse nicht zu tun. Regiere du als König in unserem Herzen, auch an dem heutigen Tag. Das bitten wir im Namen Jesu.